Fünf Arten, wie ihr kleinen Schlingel schnell Beacons bekommt. Der Farmer. So Leute, herzlich willkommen zur 165. Folge Show the Nether. Wir haben es heute geschafft, endlich mal die drei Wither-Skelettköpfe zu sammeln. Ihr habt es in der letzten Folge gesehen und heute können wir endlich den Wither spawnen. Und dann damit, auch uns den Beacon ergattern. Und ich werde den jetzt spawnen und dann werden wir den töten. Ups, der muss natürlich oben drauf. So, und da ist auch schon der Wither, Leute. Wir werden jetzt warten, bis der aufgeladen ist. Dann wird er sich sprengen und dann werden wir ihn töten. Wir haben ja hier unser OP-Schwert hergestellt. Mit einem kleinen Trick. Theoretisch sollte das Beast One-Hit sein. Und wir gehen drauf, Leute. Und da haben wir ihn. Nice. Und wir haben jetzt endlich unseren Nether-Star und können uns damit einen Beacon craften, Leute. GG. Der Scammer. Hi Leute, hier ist wieder euer Scammer 66. Ich habe heute wieder einen coolen Scam-Trick für euch. Und zwar habe ich hier diese Fallen installiert. Und ich zeige euch, wie wir die kleinen Schlinge heute reinlegen werden. Und zwar schreibe ich einfach mal hier dem lieben Niki, das ist sogar ein Moderator auf dem Server. Hi, hab was Cooles. Komm mal, mein GS. So locken wir mein GS. So locken wir auf jeden Fall die lieben Leute an und gucken jetzt auf jeden Fall mal, dass der Typ kommt. Und da ist er auch schon. Komm mal hierher, mein Freund. Komm, stell dich mal hier hin. Ja, perfekt. Und ciao, mein Freund. Und Leute, der fliegt. Ha. Ciao. Und Leute, wir gucken direkt mal, ob er uns was dagelassen hat. Vielleicht konnten wir dem nicen Dude ja sogar Sachen abziehen. So, Leute, wir gucken direkt mal, ob er was hatte. Leute, er hatte sogar einen Beacon. Was für ein Opfer, Leute. Okay, chillig, chillig. Wir haben auf jeden Fall jetzt einen Beacon, meine Freunde. Den haben wir easygoing gescampt. Wenn ihr auch in der Scammer Society seid, schreibt's mal unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Der Käufer. Ja, Leute, willkommen zu einer neuen Folge Shop Testen. Und zwar bin ich hier bei dem lieben Niki. Da habe ich gerade einen Beacon gesehen. Und wir schreiben den auch direkt mal an. MSG Niki, hi. Wir schreiben den mal hi und fragen mal, oder gucken mal, ob der uns den Beacon verkauft. Verkaufst du den Beacon? So, wir fragen direkt mal, Leute. Vielleicht können wir auf jeden Fall den Beacon kriegen, weil der ist hier, glaube ich, auf dem Server relativ viel wert. Oh, er schreibt ja für 3000. Ich glaube, 3000 ist ultra übertrieben. Ist 1000 auch okay? Wir fragen mal, ob 1000 auch okay ist, Leute. Okay, Leute, wir kaufen den für 2000 / Pay Niki 2000 Dollar. Und ich habe bezahlt. Und er gibt uns den Beacon. Vielen Dank, Niki. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier mal einen coolen Beacon. Und ja, das ist auf jeden Fall richtig nice. Der Duplizierer. Hallo meine Duplizierungsfreunde, ich habe heute wieder mal einen richtig, richtig, richtig coolen Bug für euch. Und zwar duplizieren wir heute Beacons, Leute. So kommt ihr nämlich viel schneller an Beacons. Und was ihr dafür tun müsst, ist einfach nur eine Kiste aufstellen, dort in der Mitte einen Beacon reintun und dann ganz oft aufmachen, immer wieder zumachen, Leute. Und ihr seht schon, Leute, da sind die Beacons. Wir haben jetzt einmal hier das ganze, die ganze Truhe voll Beacons gemacht. Wir haben jetzt 27 Beacons, Leute. Also wenn das kein cooler Trick ist, Schlingels. Dann weiß ich auch nicht weiter. Das war euer Dupe Rolf. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Video. Der Admin. Hey Leute, wir holen uns heute ein paar Beacons. Und zwar habe ich da einen ganz einfachen Trick. Und zwar gibt man einfach / Game Mode 1 ein. Und dann hat man hier so einen Kreativmodus. Und man hat einfach alle Items, Leute. Das klappt bei jedem eigentlich. Und ihr könnt euch einfach hier ein Stack Beacons rausnehmen. Und dann, um eure Spuren zu verwischen, könnt ihr einfach Game Mode 0 wieder machen. Dann steht da Überleben. Und dann könnt ihr einfach eine Kiste aufstellen und könnt dort eure Beacons drin lagern. Und ihr habt hier 64 Beacons. Ihr könnt die auch aufstellen. Das ist kein Witz. Also keine Ahnung, aber das habe ich gerade so entdeckt. Ja, Leute, alles, was ihr jetzt gesehen habt, war natürlich nachgestellt und nicht, dass ihr jetzt denkt, ich dupliziere irgendwelche Beacons. Das war alles nur zur Unterhaltung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr solche 5-Arten-Videos wollt, dann schreibt es unbedingt in die Kommentare und lasst ein Like da. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, das Ganze aufzunehmen. Bitte nehmt es mit Ironie und denkt nicht, ich will jetzt irgendwelche Leute scammen, weil ich bin scamfrei auch auf Creeper Games, das wisst ihr. Und ich würde sagen, Leute, bei mehr 5-Arten-Videos Like da lassen, unbedingt den Abo-Button so lang hauen, bis er grau ist.
und nicht mehr kann. Und ich würde sagen, das war's von diesem Video, meine Freunde. Haut rein, bis zum nächsten Mal und bis dahin, ciao.